Deutschen Gesundheitsportal. Heute zum Thema Brustkrebs kümmern wir uns mal um die verschiedenen Zusammenhänge sozusagen zwischen Aufklärung und Ängsten. Das ist natürlich eine komplizierte Situation. Wenn man eine Krebserkrankung hat, will man natürlich sehr vieles wissen. Man will die Therapie besser verstehen. Man will sich vielleicht auch wirklich intensiv mit den Ärzten austauschen. Aber gleichzeitig ist das auch viel Information, mit der man erstmal auch klarkommen muss. Dazu gibt es jetzt neue Ansätze, Patienten auch gezielter einzubinden in die Therapieentscheidungen, zum Beispiel indem man sie an einer Tumorkonferenz teilnehmen lässt. Dazu gab es jetzt eine Studie, die in Bonn und Köln durchgeführt wurde, wo Brustkrebspatientinnen zu einer Tumorkonferenz mit eingeladen wurden. Und die Hälfte der Patientinnen, die eingeladen wurden, nahm auch tatsächlich daran teil. Und ganz interessant, der Großteil der Patientinnen fand das auch durchaus gut und hat es nicht bereut, daran teilzunehmen. So, was ist eine Tumorkonferenz? Da werden verschiedene Fachärzte, also Ärzte verschiedener Fachrichtungen, zusammen eingeladen, um sich den jeweiligen Krankheitsfall genauer anzugucken und miteinander zu diskutieren, welche Therapien relevant sind, worauf man besonders achten muss. Und da ist natürlich klar, da kommen ganz, ganz viel geballte medizinische Informationen zusammen und gleichzeitig geht es aber auch wirklich genau darum, was für einen in diesem Fall individuell ganz besonders wichtig ist. Das heißt, wenn man als Patientin genau daran teilnehmen kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Da kann man richtig gezielt darauf einwirken, dass die Therapie für einen selbst am besten passt. Ist also wirklich viel wert und entsprechend fanden die Patientinnen das auch wirklich tatsächlich wertvoll, sehr informativ und nützlich, wenn es auch oft wirklich Ängste auslösen kann, auch anstrengend ist natürlich, sich seine eigene Krankheit so geballt anzutun in einer Diskussion. Aber es ist vielleicht tatsächlich ein guter Weg, um sich da besser mit einbringen zu können in diese Entscheidungsfindung. Was dabei auch ganz besonders relevant ist, fand eine andere Studie, in der Patientinnen, Ärzte und Krankenschwestern befragt wurden oder Krankenpfleger, was denn für die Patienten tatsächlich das Wichtigste an einer Therapie ist oder die größten Probleme darstellen. Und da gab es tatsächlich einige Überraschungen für alle Seiten, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Ärzte sehen ganz andere Probleme, als sie tatsächlich für Patienten direkt relevant sind. Und da können Sie vielleicht mal reinschauen und Ihren eigenen Blick sozusagen erweitern, worauf es tatsächlich für Ärzte ankommt. Und dann merken Sie vielleicht auch, worauf es für Sie selbst ankommt. Ne? Muss man manchmal dem Arzt tatsächlich das explizit mitteilen, was einem selber wichtig ist, weil vielleicht sieht er das gar nicht so eng. Alles Gute.